How many of you knows that God is good? Wie viele von euch wissen, dass Gott gut ist? I said God. Ich habe gesagt, Gott is good. Ist gut. Is so powerful. Er ist so mächtig. When I'm thinking about the greatness of God, wenn ich über die Größe Gottes denke, and sometimes people said, I saw God. Und manchmal höre, wie Leute sagen, dass sie Gott gesehen haben. I'm like, wow. Dann sage ich, wow. Maybe you saw an angel. Vielleicht hast du einen Engel gesehen. Yeah, because God. Denn Gott. Is too supreme. Er ist zu mächtig, zu über allem. For him, not for you not to fall down and die. Damit du nicht fällst und stirbst. He put his part into a being. Hat er seinen Teil. To reveal himself to you. Hat er einen Teil gegeben, um sich dir zu zeigen. Und das ist der Grund, warum einige von uns, wenn wir Engel sehen, we pass away. Dass wir dann ohnmächtig werden oder gehen. We were so much fierce. Dann haben wir so dolle Angst. We have so much, problems, wir haben so viele Probleme, to meet an angel. Wenn wir einen Engel treffen. That is not even God himself. Und dieser Engel ist nicht mal that Gott. The angel of selbst, sondern es ist ein Engel Gottes. I said, how much more, ich habe gesagt, wie viel mehr, if this God, wenn dieser Gott will show himself to sich you, selber dir zeigt. I don't know how you are going to feel. Ich weiß nicht, wie du dich dann fühlst. He is so great. Er ist so groß. He is so powerful. Und er ist so mächtig. And he said, und er hat gesagt, I am ich with you. Bin mit dir. You know, sometimes feel yourself like an energy. Fühlt euch selber manchmal wie eine Energie. There is some energy. Da ist Energie in you. In dir. I'm going there. So, you know, for these weeks we've been teaching about the wind. In den letzten Wochen haben wir über den Wind gesprochen. And we all the time focus the wind is the spirit of God. Und wir haben uns immer darauf fokussiert, dass der Wind der Geist Gottes ist. In the Old Testament, in dem Alten Testament, we call Holy Spirit, da nennen wir den Heiligen Geist, the spirit of God, den Geist Gottes. In the Old Testament, im Alten Testament, the spirit of God, heißt es der Geist Gottes. But in the New Testament, aber in dem Neuen Testament, we call him Holy Spirit. Nennen wir ihn Heiligen Geist. Okay, and this is the same spirit. Und das ist der gleiche Geist. The Old Testament is talking about in dem, and the New Testament. Die im Alten Testament und im Neuen Testament sprechen. It is the same spirit. Das ist derselbe Geist. It's talking about God's spirit. Da spricht man nämlich von Gottes Geist. That called Holy Spirit. Den man auch Heiligen Geist nennt. So for me to teach about Holy Spirit. Und damit ich über den Heiligen Geist lehre, I would like us to go to the beginning. Möchte ich, dass wir ganz an den Anfang gehen. Of everything. Von allem. Because if you don't know that. Denn wenn ihr das nicht wisst, and you are picking the spirit of God. Und ihr den Geist Gottes nehmt, and bring it into New Testament und, alone. Und das in das Neue Testament einbringt, then that is going to confuse you. Dann wird euch das ein bisschen verwirren. And you are going to be confused und by some of the act or some of the behaviors. Und ihr werdet von einigen Handlungen verwirrt sein. People were using the Holy Spirit. Die Leute mit dem Heiligen Geist gemacht haben. And you would think. Und ihr werdet denken, that is all about the Holy Spirit. Dass das alles mit dem Heiligen Geist zu tun hat. But the Holy Spirit is not as you think in the New Testament. Aber der Heilige Geist ist nicht nur so, wie du es im Neuen Testament siehst. The Holy Spirit is not how you know about the only in the New Testament. Und das ist nicht nur so, wie du ihn in dem Neuen Testament kennst. The Holy Spirit is so great. Und der Heilige Geist ist so großartig. And without him, und ohne ihn, nothing exists in this world. Existiert nichts auf dieser Welt. So now let's go to the book of Genesis. Lass uns jetzt in den ins erste Buch Mose gehen. That is why I said. Deswegen habe ich gesagt, I want us to go back to the beginning. Dass ich möchte, dass wir zurück an den Anfang gehen. Of what God did. Von dem, was Gott getan hat. So in the beginning. Also am Anfang. Let us read something from the book of Genesis chapter 1 and 2. Lass uns erstmal aus dem ersten Buch Mose Kapitel 1 und 2 lesen. Genesis erster Buch Mose chapter 1 Kapitel 1 Vers 2. Vers 2. Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte aber über dem Wasser, schwebte der Geist Gottes.
Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Open our understanding. Öffne unseren Verstand. And open our mind. Und öffne unsere Gedanken, sodass wir dich verstehen. Holy Spirit, Heiliger Geist, help us, hilf uns, to understand you. Dich zu verstehen. We thank you. Wir danken dir. In Jesus name. Im Namen Jesus. Now the earth was formless. Die Erde war leer und ungestaltet. I told you last Friday, ich habe euch letzten Freitag gesagt, everything that God created, dass all das, was Gott erschaffen hat, everything that God does, oder alles, was Gott getan hat oder tut, is perfect. Perfekt ist. No mistake. Da sind keine Fehler. He is perfect God. Er ist ein perfekter Gott. He is God that, He is so perfect. Er ist Gott und er ist so perfekt. But now, aber this is time God was created, hier heaven and earth. Hat Gott jetzt die Erde und den Himmel erschaffen. And then he was saying, und er hat gesagt, the earth was formless, dass die Erde leer war and dark. Und dunkel. Excuse me. When we are talking about spiritual things, wenn wir über geistliche Dinge sprechen, I just don't want you to read what you are reading alone. Da möchte ich nicht nur, dass ihr lest, was ihr lest. But you have to understand what you are reading. Sondern dass ihr auch versteht, was ihr lest. Okay. God didn't create darkness. Gott hat die Dunkelheit nicht erschaffen. So where comes that darkness? Also woher kommt diese Dunkelheit? God was creating heaven and earth. Gott hat Himmel und Erde erschaffen. In this moment. In dem Moment. He hasn't created anything that goes with light or darkness. Er hatte da noch nichts erschaffen, was mit Licht oder Dunkelheit zu tun hat. So where come from that darkness? Also woher kommt diese Finsternis? You see, in God. In Gott. He can be in darkness. Gott kann in Dunkelheit sein. And he can be in light. Und er kann im Licht sein. He is God. Er ist Gott. He is supreme. Und er ist über allem. So the time he was created, und als er dann there was something, das erschaffen hat, want to oppose war, what God is doing. War da etwas, was gegen das ankommen wollte, was Gott and getan that hat. We call und das nennen wir Satan. Satan. Your enemy. Dein Feind. Wanted to oppose or try to destroy. Der hat versucht zu zerstören. What God is about to do. Was Gott tun wollte. But the moment. Aber in dem Moment. God found out. Wo Gott das herausgefunden that there was hat. Something going on. Dass da etwas war. Something going on. Was passierte. Immediately. In dem Moment. He sent his spirit. Hat er seinen Geist gesandt. You see, let me tell you something. Lass mich euch etwas sagen. The one thing the enemy is afraid of. Das eine, wo der fast was der Feind, wo der Feind Angst vor hat, be contact with, oder mit dem er nicht in Kontakt sein kann, is the Holy Spirit. Ist der Heilige Geist. I'm spending my time, ich brauche meine Zeit jetzt darauf, to teach you this, um euch das zu lernen, to let you know, um euch, damit ihr wisst, the power of the Holy Spirit. Was die Kraft des Heiligen Geistes ist. Satan went to Jesus. Satan ist zu Jesus gegangen. And he said, und hat gesagt, if you are the son of God, wenn du der Sohn Gottes bist, turn this stone, dann dreh diesen Stein into bread and eat, in Brot und iss es. Satan went to God. Satan ist zu Gott gegangen. The Father. Dem Vater. And he said, und hat gesagt, do you think, glaubst du, why Job was serving you so faithfully? Was ist der Grund, warum Hiob dich so treu gedient hat? So you see, he can go to Jesus. Also konnte er zu Jesus gehen. He can go to God the Father. Und er konnte zu Gott dem Vater gehen. But show me a place. Aber zeig mir einen Ort, where Satan, wo Satan confront the Holy Spirit, den Heiligen Geist konfrontiert hat. I said, show me. Ich habe gesagt, zeig es mir. A place. Zeig mir, wo es steht. That is why Jesus said. Das ist der Grund, weshalb Jesus sagte. You can speak against the Father. Du kannst gegen den Vater sprechen. And you be forgiven. Und dir wird vergeben sein. You can speak against the Son. Du kannst gegen den Sohn etwas sagen. And you be forgiven. Und dir wird vergeben. But when you speak against the Holy Spirit. Aber wenn du gegen den Heiligen Geist sprichst. God is a God of forgiveness. Gott ist ein Gott der Vergebung. But why he's saying again? Aber warum sagt that er denn, when you speak against my spirit? Dass wenn man gegen seinen Geist spricht.
you will not be forgiven. Dass einem dann nicht vergeben ist. Come on, why? Warum? There's a big question mark. Das ist ein großes Fragezeichen. Und da werden wir noch hinkommen. I said, I want to spend my time. Ich habe gesagt, ich möchte meine Zeit darauf bringen. I don't want to rush today. Und ich möchte mich heute nicht beeilen. Because I'm giving you some points, sondern ich gebe euch einige Punkte. And then later on we'll flow about und dann werden wir dann später damit weitermachen. So you see, immediately, in dem Moment, the Spirit of God hovers, wo der Heilige Geist over the surface of the earth, über der Erde schwebte, everything was quiet. War alles ruhig. Everything was silent. Alles war still. Everything was good. Alles war gut. And immediately, und in dem Moment, a voice came from the Father, kam eine Stimme vom Vater, let there be light, und sagte, lass da Licht sein. And there were light. Und da war Licht. So is the Holy Spirit. Deshalb ist es der Heilige Geist. Created everything, make everything. Der alles erschaffen hat und alles in order. In die richtige Ordnung gebracht hat. Everything that was confused. Alles was verwirrt war. Holy Spirit is the one. Der Heilige Geist ist derjenige. Who is making it in order. Der das ordentlich macht. Let me tell you today. Lass mich euch heute sagen. Whatever. Egal. That is confusing you was today. Was dich heute verwirrt. That is bringing you down. Was dich heute runtermacht. That is disturbing you was today. Dich heute verwirrt. Call unto the Holy Spirit. Ruf den Heiligen Geist. I said, call unto the Holy Spirit. Ruf den Heiligen Geist. He is the one. Er ist derjenige. That corrects things. Der die Dinge korrigiert. He is the one. Er ist derjenige. That makes things right. Der die Dinge richtig bringt. He is the one. Er ist derjenige. That makes things strong. Der die Dinge stark and macht. Things good in und die your Dinge life. Gut in deinem Leben. Call upon the Holy Ruf Spirit. Den Heiligen Geist. Look, if Christians, wenn Christen, if we will know, if God will open our eyes, wenn Gott unsere Augen öffnet, to see the things, um die Dinge zu sehen, that will happen to us in every day, die uns jeden Tag passieren, that God is protecting us, or the Holy Spirit is protecting us about it, vor denen der Heilige Geist uns beschützt, we will be surprised. Dann werden wir überrascht. There are thousands, millions of Tausende, Millionen von Dingen, that coming on your way, die auf unseren Weg kommen. But because of the grace of aber God, aufgrund von der Gnade none Gottes, of them hits you. Treffen die euch nicht. But because of the mercies of und God, aufgrund von der Barmherzigkeit none Gottes, of them touch you. Berühren keine von denen euch. I'm talking about grace. Ich spreche über Gnade. You see, Bible said, die Bibel sagt, And the mercies of God and the grace of God shall follow you. Und die Barmherzigkeit Gottes und die Gnade Gottes soll dir folgen. Shall follow you. Und sie soll dir folgen. All the days of your life. Jeden Tag deines Lebens. Some of you think grace is just a name. Einige von euch denken, Gnade ist einfach nur ein Name. Mercy is just a name. Mercy ist einfach nur ein Name. Let me give you some deep stuff today. Lasst mich euch heute einige tiefe some Sachen of you may not understand. Einige von euch verstehen das vielleicht nicht. No problem. Aber kein Problem. One day you understand. Eines Tages werdet ihr es verstehen. But some of you understand it today. Aber einige werden es auch heute schon verstehen. That is okay. Das ist auch okay. The mercy of God. Denn die Barmherzigkeit Gottes ist nicht nur ein Name. Name of es ist an angel. Der Name eines Engels. The grace of God. Die Gnade Gottes. Just not an ordinary name. Nicht nur ein normaler but Name. Name sondern es an ist ein angel. Name eines Engels. And he said, und er hat gesagt, that angel dieser Engel, will follow you der wird dir folgen. All the days of alle your life. Alle Tage deines Lebens. Oh, come on. I wish somebody will get me. I said to you earlier on, ich habe euch vorher schon gesagt, ich habe gesagt, this year, dieses Jahr, I will go deep. Werde ich tiefer gehen. So many years now, für so viele Jahre, like when I'm speaking about the Holy Spirit, hatte ich das Gefühl, dass wenn ich über den Heiligen Geist spreche, I'm trying to push away, dann versuche ich, because of the question that people will ask, habe ich mich manchmal weggeredet aufgrund von den Fragen, die Leute gestellt but haben. Let me tell you, aber lass mich euch sagen, das Jahr, in dem wir sind, if you don't engage yourself, wenn du dich nicht selber verbindest mit den geistlichen Dingen, it overcome dann you. Wird es dich überwinden. So I want you to know, deswegen möchte ich, dass du weißt, what is spiritual, was geistlich what bedeutet, is in the spiritual was things. In diesen geistlichen there Dingen are so ist. Many things. Da sind so viele Dinge. My grace, meine Gnade and my mercy, und meine Barmherzigkeit, my angel, meine Engel, that call grace, die Gnade my heißen angel, und mein Engel, that call der Barmherzigkeit mercy, heißt, will follow you. Der wird dir folgen.
will follow you. Der wird dir folgen. All the days. Alle Tage. Of your life. Dein Leben. That is the reason why. Das ist der Grund. Something's happening. Weshalb einige Dinge passieren. You just overcome you. Aber die doch dich einfach überkommen. Einige Dinge passieren. It doesn't affect you. Aber die treffen dich nicht. Die gehen einfach vorbei. Because of the angel. Aufgrund von den Engeln. Die Barmherzigkeit heißt. Because of an angel. Aufgrund von dem Engel. That called grace. Der Gnade heißt. He is protecting you. Der beschützt dich. He is with you. Er ist mit dir. So, God, Gott, spoke to the nature, hat zu der Natur gesprochen, and he said, "Let there," und hat gesagt, lass da be light. Licht sein. And in Genesis chapter 2 verse 7, und im 1. Mose Kapitel 2 Vers 7, we don't need to read, but you can read it in your own Bible. Wir müssen das jetzt nicht lesen, aber ihr könnt das in eurer Bibel lesen. He said, "God formed the man." Da heißt es, dass Gott den Mann geformt hat. Men and women. Das heißt Mann und Frau. He formed them. Er hat die geformt. And he breathed the breath of his spirit. Und er hat den Atem seines Geistes. We last time find out the Holy Spirit mean breath, wind. Wir haben letztens herausgefunden, dass der Heilige Geist Atem und Wind bedeutet. Spirit. Und Geist. Okay. Breathe, like when you are breathing. Atem, also wenn ihr atmet. Is air. Dann ist es Luft. That is what Bible said. Das ist der Grund, warum die Bibel sagt. You don't know where the wind blows from. Du weißt nicht, wo der Wind herweht. You don't know where it's coming. Du weißt nicht, von wo der kommt. You can only hear. Du kannst es nur hören. But you can't see. Aber du kannst es nicht sehen. Okay. So now, also, the Spirit of God is in you. Ist es jetzt so, dass der Geist Gottes in dir ist? So when you speak, und wenn du sprichst, you are speaking the wind. Dann sprichst du den Wind. Somebody can hear. Einige können es dann hören. But you cannot see. Aber die können es nicht sehen. Right? Ist das richtig? Okay. So now, your talk. Und das, das was that du sprichst, Bible said, das ist, warum die Bibel sagt, check out your tongue. Streck aus deine Zunge. You have to check your tongue. Du musst deine Zunge dir anschauen. Don't say anything. Prüfe sie und sag nichts Negatives. Because whatever you say, denn alles was du sagst, will come. Wird kommen, wird eintreten. Because whatever it comes from you, denn egal was von dir kommt, is wind. Das ist Wind. Is spirit. Und das ist Geist. Is a breath. Und das ist ein Atem of God. Von Gott. So God said. Und Gott sagte. He breathed his spirit. Er hat seinen Geist geatmet. Unto them. Auf sie. And they becoming life, a human being. Und sie wurden Menschen. Life came. Leben kam. Upon them. Auf in sie. Okay. So when life came. Und wenn Leben. Unto this creature. In diese Kreaturen kam. That God has formed. Die Gott geformt hatte. Now all of a sudden. Dann ist es jetzt auf einmal so. God start communicate with them. Dass Gott angefangen hat mit ihnen zu kommunizieren. Let me go and stand here. Lass mich hier hinstehen, damit ich mich nicht so beeile und nicht renne. God start communicating with them. Gott hat angefangen mit ihnen zu kommunizieren. God start telling them what they should do. Er hat angefangen ihnen zu sagen, was sie tun sollen. What kind of language? Was für eine Sprache? God was speaking to them that time. Gott zu ihnen gesprochen. Listen. Hör zu. God wasn't a Hebrew. Gott war kein Hebräer. He wasn't a German. Er war kein Deutscher. He is not a Ghanaian. Er war kein Ghanaer. Mention where you come from. Und sagt, woher ihr kommt, dann könnt ihr es da eintragen. He is God. Er ist Gott. So what kind of language? Also was für eine Sprache? He was communicating to Adam and Eve that time. Auf welcher Sprache hat er mit ihnen kommuniziert? You remember the Jew culture? Erinnert ihr euch an die hebräische Kultur? Start from Exodus. Da fängt es im zweiten Buch Mose an. Part of Genesis. Oder schon am Anfang vom oder But am Ende vom in the beginning, ersten Buch Mose. We haven't seen any Jew culture. Aber am Anfang haben wir keine jüdische Kultur gesehen. So what kind of language? Also was für eine Sprache? That God was communicating to them that moment. Was für eine Sprache haben sie gesprochen? Quiet. Stille. Okay. Okay. He said he breathed his spirit. Er hat gesagt, er hat seinen Geist aufgeatmet. I told you one time. Ich habe euch einmal gesagt, God give everything. Dass Gott trees, Bäume, Elefanten, Lion, Löwen, human being, Menschen, there is life. Das Leben, er hat es denen gegeben. And if there is life in them, und wenn da Leben in ihnen ist, means there is spirit in dann them. Heißt es auch, dass da Geist in ihnen ist. Okay. That is why das ist der Grund, you can hear dog barking, woo, woo, woo. Weshalb ihr
Hunde bellen hören können. Because of the spirit in it. Aufgrund von dem Geist, der a in ihm steckt. Will meow. Eine Katze wird miauen. You know all this. Ihr kennt das alles. So, there is some spirit in them. Deswegen ist der Geist in ihnen. So a human being, und ein Mensch, also God give you a spirit. Gott hat dir auch einen Geist gegeben. And that spirit, und dieser Geist, where you were born, weil als du geboren wurdest, that language you will speak. Die Sprache, die du sprichst. So when you are born in Germany, also wenn du in Deutschland geboren bist, automatically dann you will speak German language. Sprichst du automatisch auch Deutsch. When you born in Nigeria, wenn du in Nigeria geboren wurdest, automatically you speak the Nigerian language. Und dann sprichst du automatisch auch die nigerianische wherever Sprache. You were born, egal wo du geboren wurdest, und du aufgestanden in that place, bist und du aufgewachsen automatically bist, dann wirst du automatisch speak the language. Die Sprache sprechen. Here comes, und jetzt, children of God, Kinder Gottes, everyone that accept Jesus, jeder, as your personal savior, der Jesus als seinen persönlichen Retter akzeptiert hat, God has given us another spirit. Gott hat uns einen anderen Geist noch and gegeben. That's what we call, und den nennen wir the spirit of den God, Geist Gottes, or the Holy Spirit, oder den Heiligen Geist. You get me? Versteht ihr? So now, human being, und jetzt die Menschen, those who have accepted Jesus as your personal savior, diejenigen, die Jesus als ihren persönlichen Retter angenommen haben, you have two spirits, sie haben zwei Geister in you, in euch. You have your original spirit, wir haben unseren originalen and Geist, and you have God's spirit, und dann haben wir Gottes Geist. Your original spirit, dein originaler speak Geist, a language like this, der spricht eine Sprache at the same. Und sagt, wie geht's dir? Yo. Rajon, please come front here. John, komm einmal bitte nach vorne. Mama Lizzie. Und Mama Lizzie, come front here. Komm bitte auch einmal nach vorne. Somebody else. Mama, please come. So, we all four of us here. Wir vier. We are from Ghana. Wir kommen aus Ghana. Okay. We are from Ghana. Wir kommen aus Ghana. So means we have one common language. Das heißt, wir haben eine Sprache, die wir alle sprechen. But if I want to confuse Mama Lizzie, aber wenn ich Mama Lizzie verwirren möchte, I will speak a language to him, dann spreche ich mit ihm eine Sprache, that Mama Lizzie will not understand, die Mama Lizzie nicht verstehen wird. If I want to confuse her, dann wenn ich sie verwirren möchte, I will speak some language to Mama Lizzie, dann spreche ich eine Sprache zu Mama Lizzie, she will not understand die me, sie nicht verstehen würde. Even though we are from the same country, obwohl wir aus dem gleichen Land kommen. So now, jetzt, I will tell you, sage ich dir, ask Mama Lizzie how we see, wie ist das zu Mama Lizzie fragen, dass in wie the sie language geht, that you and her can speak, in einer Sprache, die du und sie verstehen können. But now, aber jetzt, I will also come, komm ich auch, and I said to her, und sage zu ihr, Otsindene, Oyedodobebuane, you see, but that language, die Sprache, some of them cannot understand, verstehen andere nicht. So now, und jetzt, let me go deep, lass mich noch tiefer gehen. Do you understand what I said? Hast du verstanden, do you understand what I said? Habt ihr verstanden, no, was ich gesagt habe? Nein. Yesu abuda pa. You don't understand what I said. Ihr habt nicht verstanden, was but ich I'm gesagt telling habe. Him something. Aber ich sage ihm etwas. I'm telling him something. Ich sage ihm etwas. Even though we are from the same country, obwohl wir aus dem gleichen Land kommen. Aha. Because there are okay, you can sit down now. Ihr könnt euch wieder setzen. So if God, also wenn Gott, is creating you, dich erschaffen hat, and he said, und er sagt, you are my child, du bist mein Kind, you are the one I love the most, derjenige, das Kind, was ich am he meisten said lieb, to you, dann sagt er zu dir, I am giving you, ich gebe dir, another, eine andere language, Sprache, another, eine andere spirit, einen anderen that Geist, will confuse, der verwirren wird, Satan, der Satan verwirren wird. I said,
I'm not in New Testament yet. Ich sage, ich bin noch nicht im Neuen Testament. I'm not in New Testament ich yet. Noch nicht über das Neue Testament. But get ready. Aber macht euch bereit. Get ready. Macht euch bereit. We are still in the Old Testament. Wir sind immer noch im Alten Testament. But I said, prepare yourself. Aber bereitet euch vor. So now, und God said to Adam. Hat Gott zu Adam gesagt? Listening. Hör zu. I'm creating you. Ich erschaffe and dich. And the reason why I'm creating und you. Und der Grund, weshalb ich dich schaffe, is that the enemy wants to destroy things. Ist, weil der Feind that is Dinge why zerstören möchte. The earth was formless. Und das ist der Grund, warum die Erde but formlos you war. Aber und deswegen to replace me setze ich dich dort ein, um mich zu repräsentieren earth auf der Erde. And when you repress und wenn me here du mich on hier earth, auf der Erde repräsentierst, I will communicate with dann you werde ich mit dir kommunizieren. With a language mit einer Sprache, that you not understand. Die du die andere nicht verstehen. Communicate with you ich werde mit dir kommunizieren. With a language auf einer Sprache, that nobody understand. Die niemand versteht. But that language I'm aber communicating with you Sprache, mit der ich mit dir kommuniziere, from only die kommt my spirit aus meinem Geist. I'm communicating. Ich kommuniziere with my people. Mit meinen Leuten. So you see, for some time. Und für einige Zeit. Adam and Eve lost. Haben Adam und Eva this communication. Diese Kommunikation verloren. And everything und, we lost. Und alles, was wir verloren haben. Through Adam and Eve. Durch Adam und Eva. Jesus brought it back to us. Hat Jesus zurückgebracht. I will come there next time. Darüber spreche ich beim nächsten Mal. I said everything. Alles. That we lost was wir verloren haben from the beginning vom Anfang in the Garden of Eden im Garten Eden. That is why Jesus came. Das ist der Grund, weshalb and Jesus gekommen ist. Back to und us. Er hat all das uns zurückgegeben. He brought it back to you. Er hat es dir zurückgegeben. So that now so dass you can communicate du jetzt mit ihm kommunizieren kannst. With him, that nobody will understand. So dass niemand es versteht. See, but because of there are some confusion. Aber weil da einige Verwirrungen happening, sind, die passieren. In the book of Corinthians. Im Korinther. Corinthians understand. In Korinther versteht man. What I was teaching today. Was ich heute lehre. Differently. Da hat es anders, in Korinther wird das anders verstanden. In one side I was steady, I was like, wow, Corinth really understand. Auf der einen Seite habe ich das gelesen und habe herausgefunden, dass im Korinther wirklich verstanden wird. The beginning of what God did. Wie es am Anfang war, was Gott getan hat. They really understand die haben very well. Wirklich sehr, sehr gut verstanden. But aber they lost self-control. Die haben die Selbstkontrolle verloren. So Paul had to go and correct them. Und Paulus musste deswegen dahin gehen und sie korrigieren. Because he said, und er hat gesagt, this language I'm giving to you, Adam and Eve, die Sprache, die ich euch gebe, haben Adam und Eva, is for you and I. Die Sprache, die ich euch gebe, die is ist für uns. For us. Die ist für uns. It's not for anyone. Die ist für niemand anderen. It's not for anybody. Für niemanden. But the Corinth church. Aber in den Kirche in Korinther. When they meet some people, wenn sie einige Leute treffen, they start speaking the language of the spirit. Dann sprechen die Sprache des Geistes. Brother John, John, please come again. Kannst du noch mal nach vorne kommen? You are my secret guy. Du bist mein geheimer Mann. So, you see. I spoke a language to him. Ich habe eine Sprache mit ihm gesprochen. And nobody understood us. Niemand hat uns verstanden. But both of us understand aber ourselves. Wir beide haben uns verstanden. Okay. So God is saying, also Gott sagt, this language I'm giving to you, die Sprache, die ich dir gebe, is for you and I, ist für uns beide, für dich that und mich, we can communicate, so dass wir kommunizieren können, that we can talk, so dass wir sprechen können. So if I will then meet Mama Lizzie, und wenn ich dann mit Mama Lizzie spreche, and instead of speaking a language, und anstatt eine Sprache zu sprechen, that Mama Lizzie will understand me, die Mama Lizzie nicht verstehen würde, I'm speaking the language between me and him. Spreche ich
die Sprache, also wenn ich die Sprache sprechen würde, die sie nicht versteht, dann würde ich die Sprache sprechen, die wir beide sprechen. Can Mama Lizzie understand me? Könnte Mama Lizzie das dann verstehen? So I'm doing nothing to Mama Lizzie. Deswegen mache ich nichts Gutes für I'm sie. I'm not helping her. Ich helfe ihr dann nicht. I'm not giving her anything. Ich gebe ihr nichts. There is no information. Da ist dann keine Information. Because you don't understand me. Weil sie mich dann nicht verstehen That würde. Is why Paul said, Deswegen hat Paulus gesagt, when you come to the church, wenn du zur Gemeinde kommst and you are teaching, und du lehrst, speak five languages, dann sprich fünf Sprachen, that people will understand, die Leute auch verstehen, that thousand words, so dass tausend Worte of the secret language of God, die mit der geheimen Sprache Gottes. Don't speak the secret language. Sprich nicht die geheime Sprache. In the church when you are preaching. Wenn du predigst in der in Gemeinde. The church when you are teaching. In der Kirche wo du lehrst. Preach a language. Sondern sprich eine Sprache. That people will understand. Wo die Leute es auch verstehen. That doesn't mean. Das heißt nicht. You have to stop communicating with God. Dass du aufhören sollst mit Gott zu kommunizieren. You get me now? Versteht ihr mich? Oh, I think we will be there. What he is trying to tell you was er versucht euch zu sagen, that it doesn't make sense ist, dass es keinen Sinn ergibt, to go to human, zu Menschen zu gehen, that he don't understand our language, die unsere Sprache nicht verstehen, to go and talk to them in our language. Um dann mit ihnen auf unserer Sprache zu sprechen. So speak to them, also spricht mit ihnen the language they understand, auf einer Sprache, die sie verstehen. And they will be fruitful, und dann wird es auch Frucht because bringen of that language. Aufgrund von dieser Sprache. But that doesn't mean, aber das heißt nicht, I have to stop talking to him. Dass ich aufhören sollte, mit ihm so zu sprechen. No, it's still our language. Denn das ist immer noch unsere Sprache. So when I'm in the church, und wenn ich in der Gemeinde bin and I'm worshiping him, und ich ihn preise and I'm praising und him, ihm anbete and I'm praying to und him, zu ihm bete, excuse me, I am not talking to you. Dann spreche ich nicht zu dir. I can speak my language, sondern ich kann meine Sprache that sprechen, I have with my die Sprache, God. Die ich mit meinem Gott habe. Klar. Platz. You see, this has confused the church so long. Das hat die Gemeinde für so eine lange Zeit verwirrt. And we are pushing the Holy Spirit away. Und wir drücken den Heiligen Geist von uns weg. From our churches. Aus unseren Gemeinden. And we are getting problems. Und dann bekommen problems after problems. Deswegen bekommen wir Probleme und Probleme und Probleme. Not again. Aber das wird nicht mehr so weitergehen. I said not again. Ich habe gesagt, das geht nicht mehr but so weiter. But let me tell you. Lasst mich euch sagen. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. Is not only the language. Ist nicht nur die Sprache. He is so powerful. Er ist so mächtig. That the language. Mächtiger als that die Sprache allein. That is what Paul said again. Deswegen hat Paulus noch gesagt. I wish all of you. Ich wünsche, dass ihr alle. Would desire the spirit of prophecy. Dass ihr den Geist des prophetischen. That euch you wünscht, prophesy. Dass ihr prophezeit. More than anything else. Noch mehr als alles andere. By the way. Und? The language is just that is the beginning. Die Sprache ist nur der Anfang. That is the beginning. Das ist der Anfang. But now. I want you to hear me. Aber jetzt möchte ich, dass ihr mich hört. And say what I'm saying. Und auch hört und auch sagt, that was ich sage. All of you will prophesy. So dass alle prophezeien. I said, by the time we finish these teachings, in der Zeit, wenn wir fertig sind mit diesen Lehren, everybody in this church wird jeder Einzelne in dieser Gemeinde start prophesying. Anfangen zu prophezeien. In the name of Im Jesus. Namen Jesus. In the name of Im Jesus. Namen Jesus. In the name of Im Jesus. Namen Jesus. Everybody is going to start jeder prophesying. Einzelne wird anfangen zu prophezeien. By the way, let me. This is not part of my teachings, but das let me bring it. Kein Teil von meiner Lehre, aber ich werde jetzt sagen. A difference between prophecy. Da ist ein Unterschied zwischen einer Prophezeiung. And a prophet. Und einem Propheten. So, don't start. Let God talk to you one or two times. Also fangt nicht an, und wenn Gott ein oder zweimal mit zu euch spricht, and you said it, und ihr das dann sagt, and it's happening, und das dann eintrifft, and think I'm a prophet. Das dann fangt nicht an zu denken und zu sagen, dass ihr ein Prophet seid. Don't go there. Macht das nicht. Don't go there. I'm going to teach about all those. Ich werde darüber noch weiter lernen. So that we understand. So dass wir es verstehen. That make a lot of men and women of God proud. Denn das macht viele Männer und Frauen Gottes stolz. Because they start prophesying. Denn sie fangen an zu prophezeien. And then all of a sudden. Und dann auf einmal. They change their name. Ändern sie ihren Namen. Prophet, prophet, prophet. Prophet, prophet, prophet.
Ich werde darüber noch sprechen. And you see, that confused people. Und das verwirrt die Leute. And they think prophetic und sie denken deswegen ministry. Prophetische Dienste, dass man die lieber an die Seite packen sollte. Aber so ist es nicht. But I'm telling you, ich sage euch, it's a good thing, dass es etwas Gutes ist. By understanding. Wenn man es versteht, when you have the understanding, wenn ihr den Verstand habt, you do it in the right dann werdet ihr es auch richtig machen. Amen. Amen. Don't change your name now. Verändert euren Namen jetzt noch nicht. Don't change your name now. Verändert euren Namen jetzt noch nicht. Prophesy. Prophezeit. But don't change your name. Aber ändert euren Namen noch nicht. Amen. Amen. It will be good. Es wird gut sein. I told you today I want to relax a little bit. Ich habe gesagt, heute möchte ich ein bisschen runterkommen. You see, the power of God. Die Kraft Gottes is so great. Die ist so mächtig. So powerful. So mächtig. To the extent that. So dass. Even. It generates some energy. Dass sie Energie in euch macht. In you. In dir. I told you. Ich habe euch gesagt. The spirit is wind. Der Geist ist Wind. How many of you know what you call windmill? Wie viele von euch kennen eine Windmühle? Windmill. Eine Windmühle. Oh yeah. Wow, everybody knows. Jeder kennt eine Windmühle. What is windmill does? Was macht eine Windmühle? It give es gibt energy. Energie. Hey, it's going to be so great. The wind. Der Wind. Uh-huh. Comes. Der kommt. And blow. Und weht. That thing that you put it there. Und das, was man dort and when it starts turning, dann fängt es an, sich it zu bewegen. Gives something we call energy. Und also es dreht sich und dann something gibt es Energie we call power. Und Kraft. Can I stop here now? Kann ich hier erstmal aufhören? Light. Und Licht. Wind. 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 Give you gibt euch power. Kraft. Energy, Energie, light, Licht. Get on, be on your feet. Be on your feet. It's okay. It's okay. It's okay. Steht it's einmal okay. Auf. It's okay. It's okay now. I'm going to confuse people. Ich werde Leute verwirren. When it's getting too much, let me make it slowly. Wenn es zu viel wird, lass mich es langsamer machen. If you know what is in you. Wenn ihr wisst, was in euch ist. If you know what is inside wenn ihr wisst, you, was in euch God ist. Has built you there. Gott hat euch dort hingepackt. As a windmill. Als eine Windmühle. That you are going to generate. So dass ihr generiert. Power. Und Kraft generiert. You are going to generate. Ihr generiert. Energy. Energie. You are going to generate. Und ihr generiert. Light. Licht. Somebody here. Einige von uns hier. Is about to generate some power. Wir sind dabei, Kraft zu generieren. The power of healing. Die Kraft von Heilung. The power of deliverance. Die Kraft von Freisetzung. The power. Und die Kraft. That will bring peace. Die Frieden bringt. Power. Die Kraft. That will bring joy. Die Freude bringt. Power. Die Kraft. That will bring wealth. Die Wohlstand bringt. You are going to generate that. Ihr werdet das generieren. I said if you understand what I'm gesagt, talking about. Wenn ihr versteht, wovon ich spreche. You carry. Dann trägt ihr. Some power. Ihr tragt Kraft. You are carrying some power. Ihr tragt Kraft. And that power that you und are carrying. Diese Kraft, die ihr tragt. I'm telling you. Ich sage euch. It's so powerful. Ist so mächtig. It's so great. Ist so groß. Let me limit something down. Lass mich einige Dinge limitieren. The power. Die Kraft. That windmill is creating, is bringing. Die diese Windmühle kreiert. It's a tiny, tiny, small power like this. Eine ganz kleine Kraft. Compare. Wenn man sie vergleicht. To the power that is in zu you. Zu der Kraft, die in dir ist. Oh, ho, 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 ho. Don't touch me. Fasst mich nicht an. Don't touch me. Berühr mich nicht. Don't touch fasst me. Fasst mich nicht an. You get shocked. Denn dann bekommst du einen Schock. Da ist Kraft. Power. Kraft. Immediately this thing was confusing on the and on the surface. In dem Moment, wo das auf der Ebene of the earth, schwebte. The Spirit of God. War der Geist Gottes. Hover over it. Der kam da drüber. And right there. Und in dem Moment. God said. Hat Gott gesagt. Let there be light. Lass da Licht sein. And the light came. Und das Licht kam. Oh, you call the light. Könnt ihr das Licht rufen? The Son today. Den Sohn heute rufen. What is the Son doing to you? Was macht die Sonne für euch heute?
Some people know something we call solar energy. Einige von uns kennen Solarenergie. Solar energy. Solarenergie. Bring you power. Sie gibt euch Kraft. Solar energy. Solarenergie. Give you energy. Gibt Energie. It give you. Und es gibt light. Euch Licht. That same thing is in und you. Das gleiche ist auch and in I'm euch. I'm telling you. Und ich sage euch, the thing, die Sache, the power that solar und diese Solarenergie and the windmill und die Windmühle is producing, die haben und die produzieren, very, very, das very ist tiny like wirklich this. Sehr, sehr klein. Compare im Vergleich to the power zu der Kraft, that is in you. Die in dir ist. And if solar und wenn Solar can give you energy, euch Energie gibt, if windmill wenn Windmühlen can give you energy, euch Energie geben, let me tell you something. Dann lasst mich euch etwas sagen. Today, dann heute energy is new. Ist die Energie it's neu. Breaking. Die bricht. It's breaking something. Sie bricht etwas. It's bringing something. Sie bringt etwas. It's bringing something. Sie bringt etwas. It's bringing something to sie you. Bringt etwas zu dir. That energy diese Energie is bringing life into your being. Licht in dein it's Leben. Giving you something. Und es gibt dir etwas. It's giving you something. Es gibt dir etwas. What you've been looking for. Das, was du gesucht that you are not getting. Was du nicht there are some things das sind einige that Dinge, you've been praying for so long. Für die du schon so lange gebetet hast. You are not getting any answer. Und du bekommst keine I'm telling Antworten. You today, aber ich sage dir the heute, wind, dass der the Wind, power die Kraft, is there, die ist da. Is there, und die ist da. It's healing you. Er gibt it's giving dir. You what you need. Er gibt dir das, was it's du giving brauchst. You everything you need in life. In the name of Jesus. Receive. Empfang. Holy Spirit, Heiliger Geist, we thank you so much for your power. Wir danken dir so sehr für we deine thank Kraft. You so much for your anointing. Wir danken dir so sehr für deine as Salbung. We are steady während wir studieren and to understand und das lernen und zu verstehen, and understand you well. So dass wir dich noch besser verstehen. Father, give us the ability, gib uns die Fähigkeit, give us the wisdom, gib uns die Weisheit, to understand your word, dein Wort that zu verstehen, we can operate so dass wir in a different dimension, auf eine, in einer anderen Dimension arbeiten before. Können, die noch nie vorher da war. We thank you, power wir danken dir, Kraft that Gottes, dass du großartige Dinge tust in unserer Gegenwart. In Jesus name. Wir danken dir amen. Im Namen Jesus. Amen. Clap unto the Lord at this könnt ihr Gott in diesem Moment einen Applaus geben? Clap unto the Lord at this klatscht für den Herrn in diesem Moment. Oh, that is good. Das ist gut. You can sit down now. Ihr könnt euch wieder setzen. We haven't been to anywhere yet. Wir waren sind noch nicht wir können noch tiefer gehen. We are just beginning. Wir sind erst am Anfang. Of the teachings of the Holy Spirit. Von den Lehren des Heiligen Geistes. And I could feel people are getting it already. Und ich spüre, dass Leute es schon verstehen. People are getting it already. Die Leute, ihr versteht das schon. And you get it. Und ihr werdet es auch and noch verstehen. When you get it, und wenn ihr es verstanden I habt. Tell you, wherever you stand, dann egal wo ihr steht. You will stand with chest out. Ihr werdet dann gerade stehen. You never going to stand like this anymore. Ihr werdet niemals mehr so stehen. But you're going to stand with chest out. Sondern ihr werdet gerade stehen. And said, yes. Und sagen, ja. This is me. Das bin ich. This is me. Das bin ich. Amen. Amen. May God bless you. Möge Gott euch segnen. And strengthen you. Und euch stärken. So, we'll call on